Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel und zu einem neuen Gitarrentest. Und frohes neues Jahr, denn wir haben die erste Januarwoche und ich glaube, wir haben uns noch nicht gesehen. Das hier ist die Ibanez und ich muss gucken, schöne Typenbezeichnung. Ist auch die richtige vorlese. RGT 1270 PB. Und die Besonderheit zeige ich euch, indem ich die Gitarre rumdrehe. Dann sieht man es nämlich direkt. Oh! Das ist Neck-Through, nennt sich das. Das heißt, es ist ein durchgehender Hals, der von hier bis hier nicht ein Stück ist, sondern das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stücke. Steht wahrscheinlich auch da, ja? Hier 7-Piece Maple Walnut Neck-Through. Also ein Walnuss, ein Walnusshals, gemischt mit Ahorn. Und das ist für die Stabilität, ne? Das ist nicht, weil man nicht genug Holz hatte oder sowas. Das ist, damit der Hals stabiler ist und sich nicht so sehr verzieht. Wir haben ein Griffbrett, das muss ich jetzt mal hier ablesen. Ich nehme an, Ebenholz, genau, Ebony Fretboard, Stainless Steel Frets, die Marzio Pickups, ein Air Norton, ein True Velvet und ein Tone Zone. Also Tone Zone ist der Steg, das ist der True Velvet und der Air Norton ist am Hals. Sehr geile Pickup-Kombination und ein Original Edge Tremolo, mit dem man tolle Sachen machen kann, wie zum Beispiel sowas. Floating Tremolo, eins der stimmstabilsten, die es gibt. Hier gelockt, kann nichts passieren. Und ja, ich glaube, das ist seit langem die erste Ibanez-Gitarre mit einem durchgehenden Hals. Ich muss doch hier so ein bisschen die Kamera suchen, ne? Die ist da und ich bin gewohnt, da zu gucken. Wenn meine Augen hier wandern, wundert euch nicht. Genau, wo bin ich überhaupt? Das sieht ja überhaupt nicht aus wie bei mir daheim. Ich bin bei Ibanez, beziehungsweise bei der Firma Meinl im Showroom in Gutenstetten. Schöner, kleiner Ort. Ich glaube, die Mitarbeiter von Meinl sind mehr als die Einwohner des Ortes. Nee, wahrscheinlich nicht ganz, aber man hat das Gefühl. Und sehr schöner Showroom hier, ganz viele Gitarren und wir drehen hier heute ein paar Videos. Aber lasst mich nicht so viel dumm schwätzen, sondern wir machen mal ein paar Sounds und fangen jetzt einfach mal clean an. Mit einem Funky Sound. Ich weiß natürlich, dass diese Gitarren nicht prädestiniert für Funky Sounds sind. Trotzdem, Tipp, wenn du eine Gitarre hast, die Humbucker splittet zu Single Coils, klingt es immer gut, wenn du den Tonregler ein kleines bisschen zurücknimmst bei den Single Coil Sounds. Okay, hören wir mal. Okay, das ist der gesplittete Single Coil Sound. Jetzt haben wir hier so ein bisschen mehr Jazzy und nehmen den Humbucker mal hier. Gehen wir mal über zu ein bisschen was Crunchigem. Da hören wir uns jetzt nochmal die Zwischenposition an hier, Position 4. Den Mittelpickup alleine. Dann mal die Position 2. Und den Stegpickup. So, aber diese Gitarre schreit ja natürlich jetzt danach, dass ich mal die etwas mehr verzerrten Sachen anmache. Dann gehen wir mal in einen schönen, rockigen Rhythmus-Sound hier. Musik.
Und kurz dazu, warum sollte man denn überhaupt eine Neck-Through-Konstruktion wählen, also einen durchgehenden Hals? Das zeigt sich natürlich beim Solo-Sound, denn ich kann alle Lagen eigentlich gleich gut bespielen. Zumindest bis zum 22. Bund merke ich gar nichts. Ja? Normalerweise hättest du jetzt hier so einen Knubbel, aber hier geht's wunderbar bis in die höchsten Höhen rauf. Ohne jegliche Beeinschränkung. Und der Ton war falsch. Dafür hat man eine Neck-Through-Konstruktion. Außerdem ist der Hals hier hinten schön matt und das flutscht einfach. Vom ersten bis zum letzten Bund. Seitenlage, Ibanez gewohnt, extrem flach. Und was soll ich sagen? Das ist eine geile Gitarre. Ab jetzt praktisch verfüg- und bestellbar. Ob sie lieferbar ist, das sehen wir dann mal noch. Aber das ist nicht Ibanez Schuld, dann ist die Schuld der allgemeinen Pandemie und der allgemeinen Weltlage. Ich werde mir auf jeden Fall von denen eine bestellen, denn so als Schrittwerkzeug habe ich bis jetzt noch nichts Geileres in der Hand gehabt. Und das sage ich jetzt nicht, weil zwei Leute von Ibanez hier mir zugucken und mich böse angucken. Sondern das sage ich deswegen, ja, weil ich noch nie eine Neck-Through-Gitarre hatte. Und ich glaube, das wird die erste. Ja, geiles Teil, die Ibanez RGT1270PB. Und ja, ich brauche bald eine Brille. Das mache ich nicht als Show. Wir können jetzt, da wir jetzt hier Unterstützung haben, noch die zwei Schwestermodelle mal kurz holen, die ich euch mal kurz in die Kamera halten kann. Und die haben wir hier. Vielen Dank. Ui. Das ist praktisch, das habe ich zu Hause nicht. Ne? Könnte eigentlich meine Frau auch mal machen, oder? Also, hier haben wir die RGT1220PB. Unterschied ist vor allem die Farbe. Und kein Mittelpickup. Manche stört der Mittelpickup beim Spielen. Ja, gibt's genug, die das überhaupt nicht mögen. Ansonsten auch das Edge-Tremolo hier, die hat die Dynamics-Schaltung, die ihr bestimmt von anderen Ibanez-Gitarren, wie zum Beispiel der tollen AZ-Linie kennt. Wo man verschiedene, also es ist wahrscheinlich Dynamics 10, ne? Bei zwei Humbuckern ist es immer Dynamics 10. Und so 10 verschiedene Pickup-Positionen mit geilen Split-Sounds. Dann haben wir, ja, der Rest ist eigentlich steif bis auf die Farbe. Und dann haben wir noch eine mit fester Brücke. Das ist dann die RGT1221PB. Gleiche Farbe. Naja, gleich ist sie nicht. Ist sogar ziemlich geil, ehrlich gesagt. Hier so mit so ein bisschen Lila drin. Aber halt feste Brücke für all diejenigen, die kein Float Rose mögen und auch mit zwei Humbuckern. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben, freue ich mich natürlich sehr. Wenn es dir nicht gefallen hat, es wird nicht mehr gezählt, Daumen nach unten. Komischerweise, ja, wem seine Idee das war, keine Ahnung. Kanal abonnieren, Glöckchen drücken und wenn du Fragen dazu hast, in den Comments einfach. Ich mache dir unten den Link rein zu einem Geschäft, wo du die Gitarre erwerben und vorbestellen oder direkt bestellen kannst. Und ja. Bis dann, mach's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal frohes neues Jahr für euch alle. Ciao!